Ja, heute kommt noch ein ganz kurzer Abschnitt, mit dem wir diesen ersten Teil des 24. Kapitels abschließen wollen. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du treu mitliest. Möge Gott einfach jeden Tag und jedes Wort an dir segnen. Die Verse 13 und 14. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt und zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Da richtet Jesus nochmal unseren Blick auf das Ende hin. Nicht auf das, was vielleicht der Weg ist, durch den wir im Augenblick gehen müssen, sondern das Ziel, auf das wir hinlaufen, nämlich dass Jesus wiederkommt und uns nach Hause holt in unser ewiges Zuhause. Das ist das Ziel. Dann heißt es, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt und zum Zeugnis für alle Völker. Ihr Lieben, das ist das, was am Ziel noch vor uns liegt. Dass das Evangelium von Jesus wirklich jedes Volk und jede Stadt dieser Welt erreicht. Einige wissen und haben schon gesehen, dass ich in meinem Büro hier eine Weltkarte hängen habe. Und wenn ich auf viele dieser Länder gucke, dann hat sich das Evangelium dort wirklich ausgebreitet, in vielen Städten, in vielen Ländern. Und jeder hat gehört, dass Jesus der Retter der Welt ist. In anderen Bereichen der Welt ist es noch dünn, gerade in der muslimischen Welt, in der kommunistischen Welt ist es zum Teil noch dünn. In Indien haben noch nicht alle es gehört. Aber das wird etwas sein, was wir erleben, dass sich das Evangelium immer weiter ausbreitet. Trotz der Schwierigkeiten, trotz des Widerstandes, trotz der Bedrohung, trotz der Verfolgung, weil es das Wort vom Leben ist. Und wenn dieser Tag gekommen ist und wir sind nicht mehr weit entfernt, denn wer genau die Nachrichten hört, die Missionsnachrichten, der weiß, dass sich an vielen Orten trotz größter Verfolgung das Evangelium ausbreitet. Wenn wir das eines Tages sehen werden, dann ist das Ziel erreicht. Dann kommt Jesus wieder. Ihr Lieben, das ist das Ziel der ganzen Geschichte, auf das wir zulaufen. Und wir werden zwar viele steinige Wege zwischendurch gehen müssen. Einige von uns werden viele unangenehme Dinge erleben müssen. Aber wir werden zum Ziel kommen, wenn wir an Jesus festhalten. Wenn der Jesusname das ist, was uns leitet, dann werden wir eines Tages sehen, wie Gott mit seinem Plan für dich und für mich, für unsere Stadt, für unser Land, für diese Welt zu seinem Ziel kommt. Zu dem Ziel, dass alle erkennen werden, dass Jesus der Herr ist und dass sich eines Tages alle vor ihm beugen werden. Auf der Rückseite meiner Bibel steht dieser berühmte Christushymnus, wo davon die Rede ist. Dort heißt es darum, weil er bis zum Tod am Kreuz gehorsam war. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Aus dem Philipperbrief Kapitel 2. Das ist das Ziel, auf das wir hinlaufen. Aber vorher wird jeder, jedes Volk, jede Stadt von Jesus gehört haben. Wie groß ist das? Jesus, danke, dass das etwas ist, worauf wir hingucken können, worauf wir hinarbeiten dürfen, wofür wir hinbeten können, dass dein Name überall groß wird. Ja, und bei allen Widerständen, die wir dafür überwinden müssen, danken wir dir, dass wir zulaufen können auf diesen Tag und sicher sein können, dass er geschehen wird, weil du dein Wort wahr machst. Denn dein Wort ist wahr
und es bleibt bestehen in Ewigkeit. Danke, Jesus, dass wir an dir festhalten dürfen. Amen.